Hallo zusammen und willkommen zum Treffpunkt. Zum Draußensitzen ist es mir persönlich ehrlich gesagt noch ein bisschen zu kalt, aber ich liebe es, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, zwischendurch in so ein kleines gemütliches Café einzukehren. Und genau darum geht es bei uns heute, besondere Cafés. Dafür bin ich in Stuttgart unterwegs. Hier gibt es nämlich so einige schöne und interessante Cafés zu entdecken. Und bis ich ein gutes Plätzchen gefunden habe, zeigen wir Ihnen schon mal ein gemütliches Kaffeehaus in Backnang, wo der Chef selber den Kaffee röstet und die Chefin den Kuchen backt. Selber Kuchen backen. Hochwertigen Kaffee rösten. Und in einem gemütlichen Kaffeehaus die eigenen Produkte anbieten. Das war der Traum der Familie Schubert, der in Backnang wahr geworden ist. Cindy Schubert ist Quereinsteigerin. Backen ist bei ihr keine Profession, sondern Leidenschaft. Ich habe früher schon gern backen, habe meiner Mutter immer zugeschaut, der Oma. Und irgendwann habe ich das mal angefangen für die Kunden, weil ich dachte, Kuchen gehört zum Kaffee. Und habe dann mit 2 Kuchen angefangen und jetzt backen wir so im Durchschnitt 12. Käsekuchen zum Beispiel, ein Evergreen im Explorer Coffee und mit viel Liebe von Hand gebacken. Unser Birne-Walnuss wird ganz ehrlich gern gegessen. Käsekuchen, Mohnkuchen mit Streusel, so eigentlich die klassischen alten Kuchen. Ein Dutzend verschiedene Kuchen stehen zur Wahl. Und ein ganz besonderer Kaffee, der immer frisch gemahlen und gebrüht wird. Die Schuberts verkaufen ihren eigenen Kaffee in ihrem eigenen Kaffeehaus, das überall Sofas, Sessel und gemütliche Ecken zum Verweilen hat. Sieht einfach toll aus. Lass dir schmecken. Das haben wir so eingerichtet, dass sich die Leute einfach richtig wohlfühlen können, wie daheim im Wohnzimmer. Und dass sie einfach mal so eine Pause machen können im Alltag und sich gemütlich hinsetzen, Buch lesen, Zeitung lesen, einen guten Kaffee trinken, ein Stückchen Kuchen essen. Erst einige Monate ist das Kaffeehaus geöffnet und es ist gut besucht. Das liegt am gemütlichen Ambiente und an dem besonderen Kaffee. Den macht Christoph Schubert seit vielen Jahren selbst. Auch er ist Quereinsteiger, hat seine Liebe zum Kaffee bei Dienstreisen in Südamerika entdeckt und sein Wissen stetig erweitert. Er kauft nur edle, sortenreine, frische Hochlandkaffees, die er immer selber kontrolliert, bevor er sie verarbeitet. Also das ist jetzt beispielsweise ein Industriekaffee. Der setzt sich vermutlich aus sehr vielen Kaffees zusammen, aus sehr verschiedenen Ecken. Er ist alt, er ist unsortiert. Das hier im Vergleich wäre ein Kaffee, den wir hier verwenden. Man sieht ganz deutlich gesunde Blaufärbung, frische. Es ist sortiert, die Bodensortierung ist auch gleichmäßig. Bevor eine neue Charge zum Kunden geht, röstet der Kaffeeliebhaber ein paar Bohnen, mahlt sie und brüht dann das frische Pulver auf. Erst wenn die Bohnen seinem Qualitätsurteil standhalten, dürfen sie zum Kunden. Er hat einen sehr guten Körper. Eine schöne nussige Note, was mir gefällt, leicht schokoladig. Wenn der Test bestanden ist, geht's ans Rösten. Rund einen Zentner schafft die moderne Maschine. Auch beim Kaffeerösten hat der Computer Einzug gehalten. Aber der Fachmann verlässt sich trotzdem auf seinen Instinkt. Wichtig ist, dass die Bohnen bei nicht zu heißer Temperatur gleichmäßig langsam geröstet werden. Erst dann entfaltet sich ein edles Kaffeearoma. Rund 15 Minuten dauert der Röstvorgang, dann müssen die Bohnen schnell mit Luft gekühlt werden. Noch ein prüfender Blick und es ist geschafft. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich habe das schönste Hobby der Welt zum Beruf gemacht. Ich sage immer, es ist ein Hobby, das jetzt eskaliert ist. Der Höhepunkt der Eskalation ist jetzt das große Kaffeehaus in Backnang, in das man einkehren und wo man allerlei Dinge rund um den Kaffee kaufen kann.
edle Kaffeemaschinen zum Beispiel und natürlich den frisch gerösteten Kaffee, den man vor Ort auch gleich probieren kann. Herr Schubert, das sind so viele Kaffees hier, ich bin ein bisschen unsicher, welche ich nehme. Ich hätte gerne ein milderes, nicht so stark. Würde ich Ihnen den Antigua mal empfehlen. Um sicher zu gehen, Brasilien, Yellow Bourbon wäre auch noch ein toller Kaffee, wäre die Woche auch im Angebot. Aber um sicher zu gehen, wenn Sie sich für irgendwas entscheiden, können wir gerne mal einen probieren. So, hab hier mal Ihren Kaffee. Sie haben sich für den Guatemala Antigua entschieden. Aha. Hier ist noch eine kleine Begleitkarte. Hier aufgießen. Dauert etwas. Eine schöne Idee, den Kaffee erstmal zu probieren, bevor man ihn mit nach Hause nimmt. Also der Kaffee ist mild, genauso wie ich ihn gefragt habe. Also er hat sehr gut ausgesucht. Es ist mild, ganz rund. Also das ist mein Geschmack. Kommen Sie öfter hierher? Ich komme sehr oft hier, fast zu oft. Aber ich bin ein Kaffeetrinker und das ist das beste Platz, um was Gutes zu bekommen. Selbstgerösteter Kaffee und gemütliche Sofas. Das Explorer Café in Backnang. Hier in Stuttgart hat sich so eine richtig junge und bunte Kaffeeszene entwickelt. Ich bin hier im Café Kuchenliebe. Da gibt's auch viele glutenfreie und vegane Kuchen. Und einige werden sogar warm serviert, so wie diese Zimtschnecke hier. Und die probiere ich jetzt mal. Am frühen Morgen ist Astrid Christ noch ganz allein in ihrem kleinen, modernen Café am Stuttgarter Wilhelmsplatz. Wie jeden Tag gibt's frischen Kuchen aus eigener Herstellung. Oft alte Rezepte neu interpretiert. Und mit regionalisierten Namen wie Neckarwelle oder Stuttgarter Biene. Warum gründet man ein Café? Aus Liebe und Leidenschaft, würde ich sagen. Also als kleines Kind habe ich schon immer mich für Süßspeisen interessiert. Ich bin damit groß geworden, jeden Samstag bei meiner Familie im Hotel das Kuchenbuffet aufzubauen und hatte schon immer einfach eine Affinität zu allen Kuchen, Torten, Süßspeisen und habe als kleines Mädchen schon davon geträumt, eine eigene kleine Kaffee- und Kuchenbar zu haben. Vor 4 Jahren war es dann soweit. Das kleine Café Kuchenliebe wurde gegründet und war am Anfang ein Zwei-Frau-Betrieb. Astrid Christ, gelernte Bürokauffrau und studierte Ökonomin, kümmerte sich um den Kaffee und die Kunden und eine angestellte Konditorin machte den Kuchen. Ganz wichtig war von Anfang an der kleine Außenbereich, das To-Go, das Mitnahmegeschäft, das sich während der Corona-Pandemie noch verstärkte. Also gerade in der Zeit, wo wir nur zum Mitnehmen verkaufen konnten, hatten wir natürlich bei Kuchenliebe den großen Vorteil, dass unsere Produkte alle Takeaway geeignet sind. Also man kann sich sein Cappuccino hier direkt am Fenster holen, man muss gar nicht reinkommen. Auch die Zimtschnecke oder der Brownie auf die Hand funktioniert einwandfrei während des Spazierengehens oder natürlich auch hier im Außenbereich. Die Gäste haben das in den letzten 2 Jahren sehr genutzt, dass sie auch einfach ihre Getränke, ihre Küchlein draußen verzehrt haben. Obwohl der Betrieb noch sehr jung ist, wächst er schnell. Vor allem die Kuchen sind der Renner und werden auch an viele andere Cafés verkauft. Hier wird von jungen Konditorinnen täglich frisch gebacken. Insgesamt arbeiten rund 30 Mitarbeiter bei der Kuchenliebe. Besonders beliebt ist der Karamellkäsekuchen. Ein Klassiker, der mit neuen Elementen aufgepeppt wurde. Also bei Kuchenliebe tatsächlich ist die Zimtschnecke das absolut meistverkaufteste Produkt. Die Leute lieben das, weil unsere Zimtschnecke besonders saftig ist, weil wir die warm servieren. Der Kunde hat einfach das Gefühl, so, die kommen direkt aus dem Ofen. Man riecht es sogar. Und das ist tatsächlich unser absoluter Favorite. Außerdem sind auch vegane Kuchen sehr gefragt bei uns. Wir machen zum Beispiel eine vegane Apfelschnecke mit karamellisierten Walnüssen. Einen sehr saftigen Schoko-Kirsch-Brownie, der vegan ist.
und auch glutenfreie Produkte decken wir ab. Bei den Zimtschnecken und allen anderen Kuchen wird ausschließlich Dinkelmehl verwendet. Mittlerweile hat Astrid Christ ein zweites, etwas größeres Café aufgemacht, bei dem sie auch jeden Tag vorbeischaut und Hand anlegt. Der Chai Latte, ein besonderer Tee mit Milch, wird selbst hergestellt und schmeckt sehr würzig. So mitnehmen? Ja. Also tatsächlich bieten wir fast 40 verschiedene Kuchensorten an. Es gibt nicht jeden Tag alle. Das würden wir gar nicht schaffen. Wir schauen, dass wir immer sehr saisonal arbeiten. Also was gerade Saison hat, wechseln wir immer mal wieder Kuchensorten durch. Wir schauen, dass wir täglich mindestens 1 bis 2 vegane Kuchensorten auch dabei haben. Immer, dass man sehr individuell eine Kuchenbox zusammenstellen kann für jeden Geschmack, was dabei ist. Vor allem, wenn die Sonne scheint, ist ein Espresso Tonic auf Eis eine echte Alternative zum üblichen Kaffee. Und bei warmem Kuchen wird den meisten sowieso warm ums Herz. Warum kommen Sie hierher? Warum? Weil es einfach super lecker ist. Und weil es unsere Kinder mögen, wir mögen, uns der Seele einfach gut tut. Ja. Weil man einfach super nett bedient wird, die Sachen super lecker schmecken. Und ja, das sind eigentlich die Hauptgründe, warum ich immer wieder hierher komme, jetzt sogar mit Nachwuchs. Also zum einen sind die Leute sehr, sehr nett. Also ich habe wirklich kein Café, wo ich die Leute so nett finde. Und deswegen fühlt es sich hier auch ein bisschen wie zu Hause an. Und vor allem in der ganzen Homeoffice-Zeit komme ich dann einfach gern hierher, um auch mein Hochschulzeug zu machen, weil ich die Hochschule teilweise nicht darf. Und deswegen bin ich sehr gerne hier. Und vor allem die Chai Latte mag ich sehr. Und auch die veganen Kuchen finde ich auch richtig gut. Ob Kuchen im Café oder zu Hause aus der Kuchenbox, wer besondere Kuchen liebt, geht ins Café Kuchenliebe in Stuttgart. Bei mir ist jetzt die Chefin von der Kuchenliebe, Astrid Christ. Ah, das Hallo. Ist so schön hier bei euch. Aber es ist auch sehr klein. Lohnt sich das denn trotzdem? Ja, tatsächlich haben wir nicht so viele Innensitzplätze. Das würden wir uns manchmal anders wünschen, gerade zur Kaffee- und Kuchenzeit am Nachmittag. Deshalb haben wir auch noch ein zweites Café gegründet in Stuttgarter Westen, die Kuchenliebe. Da haben wir ein bisschen mehr Innensitzfläche. Aber insgesamt funktioniert bei uns das To-Go-Geschäft auch sehr, sehr gut. Ha, und das zeigt doch mal wieder, gute Konzepte setzen sich eben durch. Und das sieht man auch beim Bauernhof-Café in Lenningen auf der Schwäbischen Alb. Sandra Hornung an ihrem Lieblingsplatz, der Backstube. Die Juniorchefin ist im Bauernhof-Café Sulzburghof in Lenningen Mädchen für alles. Sie backt, sie bedient und sie schaut auch mal nach den Kühen. Denn der Sulzburghof ist ein echter Bauernhof. Bis heute. Wie gut, dass man viele Produkte, die auf dem Bauernhof hergestellt werden, in der Backstube weiterverarbeiten kann. Wir haben hier für den Hefezopfteig die Milch aus der eigenen Landwirtschaft. Und zum anderen haben wir hier das Getreide, das Weizenmehl, das wir auch selber anbauen. Mit dem schaffen, was man hat. Das ist hier die Devise von Anfang an. Und das gilt bis heute. Gebacken wird nach alten, bodenständigen Rezepten. Und ein Bestseller ist der Hefezopf, der das ganze Jahr über angeboten wird. Wichtig ist, dass die Rosinen eingeweicht werden, bevor sie in den Teig kommen. Ansonsten braucht der Teig Ruhepausen und eine starke Hand zum Kneten. Die Juniorchefin und Konditormeisterin verbringt viel Zeit mit der Organisation des Sulzburghofs. Das Backen hat sie aber nicht verlernt.
Der Hefezopf gibt es schon von Anfang an bei uns. Das Rezept ist von meiner Uroma. Wir haben damals auch noch zu ihr gesagt, aber jetzt der Begriff ist ja nicht mehr so bekannt. Genau, und das Rezept haben wir auch nie mehr verändert. Das ist ganz klassisch mit der einfachsten Zutaten. Aber es gibt so ein paar Kniffs und Tricks, die man einfach nicht, nicht verwechseln darf, nicht unterscheiden darf. Okay, der kommt bis heute gut an. Der kommt super an bei uns. Das Steckenpferd von Sandra Hornung sind Pralinen, die ebenfalls im Sulzburghof produziert werden. In der Ausbildung habe ich die Liebe zur Praline entdeckt. Ich war mit einer Gesellin von mir mit daheim. Sie hat Praline gemacht vor Weihnachten, ganz klassisch für die Familie, und hat mich mitgenommen. Und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich muss das unbedingt daheim auch mal probieren. Dann sind leider ein bisschen zu viele entstanden in meiner jugendlichen Eifrigkeit. Und dann haben wir sie einfach in den Laden gestellt, haben sie verkauft, und so ist das Ganze dann entstanden. Im modernen Bauernhof-Café gibt es neben Brot und Hefezopf immer ein Dutzend frisch gebackene Kuchen und Torten. Mit am besten verkaufen wir schon unseren Bärentraum. Die Klassiker wie Schwarzwälder, Bienenstich, das funktioniert natürlich auch immer gut. Der ganz klassische Apfelstreuselkuchen, den man hier zum Beispiel sieht, oder daneben der Käsekuchen. Das sind die Klassiker, die immer gehen. Aber wir gucken schon auch immer, dass wir immer was Neues drin haben, vor allem saisonal gehen und jetzt nicht im Winter zum Beispiel einen Erdbeerkuchen anbieten. Von der verglasten Terrasse aus sieht man die Schwäbische Alb. Das macht das Café auch für Ausflügler attraktiv. Herrlich, da habe ich schon den ganzen Tag drauf. Bitte schön, gerne. Frischer Kuchen und das stylische Ambiente sind der Grund, dass viele immer wieder kommen. Weil es einfach köstlich ist, was es hier zum Essen gibt. Was uns so begeistert, ist, dass alles aus einer Hand ist. Wir sehen praktisch die Kühe, von denen die Milch ist. Wir sehen das Getreide, das hier anwächst. Wir kennen die Menschen, die was Leckeres draus machen. Und es schmeckt einfach köstlich. Und ich weiß von der Frau Hornung, dass auch jetzt so die Kuchen ohne jegliche Konservierungsmittel gemacht werden. Dass das alles frisch zubereitet wird morgens. Und das schmeckt besser, als ich es jemals hinkriegen würde. Ich finde die Lage so schön hier oben. Wir fahren sehr gerne ins Lenninger Tal raus. Und da ist natürlich hier das Hof, das Café, der Sulzburghof, bei uns immer die Anlaufstelle zuerst. Oder wir fahren auf die Alp zum Wandern und beim Rückkehr immer noch mal hier rein. Und da gibt es einen schönen Kuchen. Und was so an Köstlichkeiten angeboten wird, freuen wir uns jedes Mal. Ans Café angeschlossen ist ein Hofladen, in dem man den Hefezopf auch für zu Hause kaufen kann. Außerdem selbstgebackenes Brot und Brötchen und viele Leckereien von der Schwäbischen Alb. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, kann man auf der Terrasse Platz nehmen oder den Bauernhof besichtigen. Bei uns gibt es einen Themenweg rund über den Hof. Das sind 9 Stationen, wo die Landwirtschaft erklärt wird. Das heißt, wie die Milch entsteht über den Stall, Melkroboter, bis hin runter zur Backstube, wo dann auch das Endprodukt verarbeitet wird. Kann man reinschauen. Und es gibt auch immer noch eine Frage für die Kinder, wo auch die Kinder quasi das alles kindgerecht erklärt wird. Bauernhof und Ausflugscafé, der Sulzburghof in Lenningen auf der Schwäbischen Alb. Viele Cafés bieten ja heutzutage einiges mehr als Kuchen. Man kann toll frühstücken, snacken oder eine leckere Brotzeit genießen. So wie hier im Justus Brotzeit Café in Stuttgart. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Irina Rall-Ernst hat sich vor 5 Jahren einen Traum erfüllt. Und in der Olga-Straße im Stuttgarter Süden ein Café eröffnet. Das Brotzeit-Café Justus. Ich bin Kaffeeliebhaberin und eine gute Brotzeit, das kommt so ein bisschen daher. Familie, 5 Kinder, ich war die Jüngste. Und da wurde das Wochenende am Freitagabend mit einem schönen Vesper eingeläutet. Und dieses Vesper ist ja die schöne Brotzeit. Und das ist einfach ein Wohlfühlgefühl für mich, ein Wohlfühlmoment. Und das habe ich dann in die Tat umgesetzt zum Café Justus Brot. Schöne Brotzeit. Man soll sich Zeit nehmen und einen guten Kaffee dazu trinken. So ist es entstanden. Für eine gute Brotzeit braucht es natürlich auch ein ganz besonderes Brot.
Und unser Brot kommt täglich frisch aus der Mühlenbäckerei, aus der Möhnsheimer Mühle. Das sind eigene Mehlmischungen von der Mühle, die dort vor Ort verarbeitet werden mit Natursauerteig oder wilder Hefe. Das sind keine Backmischungen oder dergleichen. Und das war für mich wichtig, dass wir einfach verschiedene qualitativ hochwertige Brote haben, die aus Handwerkskunst hergestellt werden. Eine weitere Spezialität im Café Justus sind die vielen selbstgemachten Brotaufstriche, die jeden Tag frisch zubereitet werden. Wir haben immer drei vegetarische: Pinienkern, Zitrone, Paprika und Erbse-Basilikum, den wir gerade gemacht haben. Dann haben wir einen Fisch von Lachs. Chorizo ist immer Fleisch und Mango-Curry, das ist immer etwas Exotisches, kommt auch sehr gut an. Mein Favorit, der Jalapeno, scharf. Dann haben wir Hummus und Kichererbse-Oliven, das ist vegan. Und ein Oberster aus Bayern, ganz wichtig. Wer sich bei dieser Vielfalt nun nicht so recht entscheiden kann, der bestellt sich am besten den allerlei Teller und probiert einfach alle Brotaufstriche durch. Schick mit dem Brettle da. Also, das Brot ist gigantisch. Das muss man wirklich sagen. Man mag, das ist frisch, das ist, ja, so wie Brot einfach sein muss. Und die Aufstriche, also wir kennen die schon, weil wir sind oft hier. Wir lieben das hier. Einmal in der Woche kommen wir her. Selber gemacht natürlich alles. Ja, und eine große Auswahl an Aufstrichen. Super. Also Brotzeit ist eins unserer Lieblingsfrühstücke. Müssen wir eigentlich fast immer haben. Gell? Ja, genau. Aber alles andere ist auch sehr empfehlenswert. Ja. So, einmal die Scones. Jeden Mittwoch ab 15 Uhr ist Tea Time im Justus. Dann gibt es frisch gebackene Scones mit englischen Teespezialitäten aus dem English Tea Room in Stuttgart. Die süße Leckerei aus England wird mit selbstgemachter Marmelade und original Clotted Cream serviert. Clotted Cream ist praktisch der Rahmen, der bei der, also man kocht praktisch Sahne auf, aber in einem ganz flachen, schweren Gefäß. Und der Rahmen wird dann ganz langsam abgeschöpft. Das traditionelle Gedeck nennt sich Cream Tea. Doch wie es genau verspeist wird, da scheiden sich die Geister. Es kommt aus Südengland und man kann Cream Tea entweder, also in Devon genießt man das mit die Sahne unten und die Marmelade obendrauf. Und in Cornwall macht man das andersrum. In Cornwall kommt die Sahne meistens obendrauf. Also Marmelade unten drauf, ja, auf jeden Fall, damit die Cream nicht schmilzt. Doch egal ob Cream oben oder unten, lecker ist es allemal. Super gut, so müssen sie schmecken. Also, und das finde ich einfach schon mal richtig gut, dass man richtige Scones hier in Stuttgart bekommt. Der Meister der Scones ist Andreas Pott. Er zeigt uns, wie man das englische Traditionsgebäck auch zu Hause zubereiten kann. Ganz einfach, Mehl, Butter, Zucker, Backpulver und etwas Salz mit zwei Eiern und Milch verrühren. Dann von Hand gut durchkneten und mindestens 2,5 cm dick auswählen. Die ausgestochenen Scones dann noch mit ein wenig Eier-Milch-Mischung bestreichen und für etwa 12 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Fertig. Wer es etwas rustikaler mag, der kommt am besten freitagabends ins Justus zum klassischen Raclette mit bestem Heumilchkäse aus dem Züricher Oberland. Das gibt es zu Hause, wenn dann Silvester oder Weihnachten und natürlich nicht so, so schick. Und es macht halt echt irrsinnig Spaß, die kleinen Pfännchen. Und hier in dem Rahmen, angenehm, lecker. Internationaler Genuss im Brotzeit-Café Justus. Tja, Raclette, Brotzeit und dann noch Tea Time. Irina Rall-Ernst, Sie sind die Chefin hier. Ist es so, dass man sich auch immer was Neues einfallen lassen muss? Definitiv, das muss man, ja, damit man auch vorne bei den Guten dabei bleibt. Wir sind seit 5 Jahren jetzt da, hat sich unglaublich etabliert. Und wir haben jetzt erst vor einem halben Jahr die Tea Time mit ins Programm aufgenommen. Das wird gut angenommen mit Scones, Clotted Cream, einem schönen Tee, selbstgemachter Marmelade.
Oder auch das Raclette, wie Sie es angesprochen haben. Da kommt der Käse direkt aus der Schweiz von meiner Schwester. Das wird gut angenommen, weil es doch was Besonderes ist. Und das ist das, was uns ausmacht. Ja, und eine tolle Idee für was Besonderes hatten auch die Betreiber vom ersten Stuttgarter Katzencafé. Und ja, da kann man tatsächlich Katzen streicheln. Was für ein gechilltes Leben. Stubentiger im ersten Stuttgarter Katzencafé. Daniel Di Stefano liebt Katzen. Zu Hause lebt er mit 12 Samtpfoten unter einem Dach. Einige sind jetzt in sein neues Katzencafé umgezogen und wohnen dauerhaft dort. Mit Erlaubnis vom Amt. Das ist tatsächlich für uns viel schlimmer wie für die Katzen. Weil wir trennen uns ja im Prinzip von 4 bis 6 Familienmitgliedern, die wir tagsüber dann zwar sehen, aber abends in unserer Freizeit ja quasi nicht mehr betreuen dürfen oder bei uns haben. Für die Katzen, denke ich, ist in Ordnung. Die haben sich, Katzen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich eingewöhnen, und dann ist für sie in Ordnung. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, miau. Auf Asienreisen, zusammen mit Mia, seiner chinesischen Frau, hat Daniel Katzencafés kennengelernt. Irgendwann kam er auf die Idee, in Stuttgart ein eigenes aufzumachen. Veterinäramt, Gesundheitsamt, WKD, die Hürden waren hoch, die Auflagen streng. Das Wohl der Katzen steht natürlich auch bei Daniel an erster Stelle. Wir sind ja auf vielen sozialen Medien unterwegs und da gibt es tatsächlich viele, ich möchte jetzt mal sagen, selbsternannte Fachtierärzte und Tierschützer. Denen möchte ich gerne sagen, nachdem ich auch die Sachkundeprüfung abgelegt habe und mir jetzt mittlerweile seit ich persönlich über 20 Jahre mit Katzen umgehe, kommt gern vorbei, schaut es euch an, überzeugt euch selber von dem, wie die Katzen hier reagieren auf die Mitmenschen und gebt nicht irgendwelchen Kommentare ab ohne Hintergrundwissen. Das Schlimme ist, dass man nachher unbedingt die Katzen mit nach Hause nehmen möchte. Okay. Neben Schlafkörben, einem Kratzbaum und Laufflächen an der Decke gibt's auch einen Rückzugsraum. Doch da halten sich die Katzen fast nie auf. Viel spannender ist's doch im Café mit den Gästen. Die müssen übrigens bestimmte Spielregeln befolgen. Schön, dass ihr da seid. Habt noch ein paar kleine Regeln für euch wegen den Katzen. Bitte nicht an den Ohren ziehen oder am Schwänzle. Nicht hochnehmen. Nicht mit Kuchen füttern. Ihr bekommt nachher noch kleine Leckerli für die Katzen. Und wenn die Katze keine Lust hat, nicht hinterher rennen. Und möglichst nicht so laut sein, sonst erschrecken die sich. Und dann verschwinden sie hinten im Katzenraum und dann sind keine Katzen da. Nicht nur die Katzen, auch die Gäste genießen das entspannte Miteinander. Ich finde schon, wenn man nur von draußen reinguckt, wirkt es beruhigend. Und wenn man dann hier drin ist, ist es noch viel mehr so. Ich finde es echt süß. Ich finde es auch gut, dass die Katzen hier so viel Platz haben und auch hier rumspringen können. Und auch sie nur zu beobachten, ist schon gut genug. Ja, es ist für mich neu. Meine Freundin hat in China gewohnt und hat gesagt, es ist ganz normal da. So, ich finde einfach toll, die Idee und empfehlenswert, auf jeden Fall. Mittlerweile dürfen 2 Katzen bei den Gästen sein. Das Katzencafé, ein besonderes Café für Tierfreunde. Ach, so in der Wintersonne und mit einem heißen Tee ist es draußen eigentlich auch schon ganz schön. Ja, das war's von uns. Und wenn Sie noch mehr Tipps brauchen, dann besuchen Sie uns doch mal online, entweder in der ARD-Mediathek oder auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.